Travel definitely, for me, it means that you shouldn't follow the path of somebody else. Try to make your own path. Try to make your travel more sustainable, better for the environment, for the locals. Always think about other people while you're traveling. Think about how your travels and everything that you do in a certain place affect the local community. That's something that not a lot of people do these days. Try to live as a local, you know, like try to travel without traveling. Try to behave like a local in a certain environment that you visit. Unter Travel Different würde ich sagen, nicht digital zu reisen. Und ich bin Filmemacherin. Ich drehe gerne Filme. Es ist für mich wichtig, auch Dinge zu teilen, Bilder zu teilen, Geschichten zu teilen. Aber trotzdem mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal Timeout und reise komplett ohne digitale Medien. Nur mit Stift und Papier. Travel Different beginnt mit dem Berlin Travel Festival. Normalerweise bezieht sich die komplette Welt ja auf die ITB. Und jetzt hier mit dem Berlin Travel Festival spricht man auch eine jüngere Zielgruppe an. Und ich glaube, das ist schon mal Travel Different. Ein erster Schritt, um auch diese Branche ein bisschen in Fahrt zu bringen, die jüngeren Leute anzusprechen. Das ist mein Verständnis jetzt davon. Dass man irgendwo reist, um wirklich einzutauchen und nicht nur, um von zu Hause rauszukommen und ganz normal aus dem Alltag auszubrechen, sondern um vielleicht wirklich in eine andere Welt einzutauchen und nicht nur das Ganze oberflächlich mitzunehmen. Und ja, vielleicht auch mehr Schwerpunkt legen auf nachhaltiges Reisen oder bewusstes Reisen. Also in dem Punkt auch einen Unterschied zu machen. Das ist auch, was wir versuchen, nicht so konsumtiv zu reisen, also dass man Reisen wie so ein Konsumgut behandelt, was es ja auch irgendwie ist, sondern mehr so auf dieses Erlebnis gehen und versuchen auch mit Leuten vor Ort mal in Kontakt zu kommen, auch so ein Gefühl zu kriegen, was verdient jetzt die Frau, die mein Zimmer sauber macht, was verdient die eigentlich in der Woche? Ja, anders reisen sehe ich eben auch total das Thema, was zurückzugeben. Eben nicht nur konsumorientiert unterwegs zu sein, sondern eben den Ort als Ganzes wahrzunehmen, mit seinen Menschen, mit denen umzugehen. Und das fängt schon bei der Ausstrahlung an. Wenn ich als klassischer Tourist aussteige und sage, ja, warum ist die Tour zu spät und ich will genau dahin und eigentlich nur Fresse ziehe, auf gut Deutsch gesagt, dann ist das, gebe ich gar nicht zurück, sondern bin eigentlich nur ein unangenehmer Besucher und mache es auch den Zukünftigen schwierig. Und zurückgeben kann auch einfach heißen, dass man mit dem Verkäufer irgendwie einfach strahlt und freundlich ist und interessiert ist und fragt, wie es denn geht und einfach sich ein bisschen mit einbringt in die ganze Sache und einfach auch zeigt, dass auch wir als Reisende auch gute Menschen sind. Für mich ist Travel Different definitiv ein Begriff, der beschreibt, dass ich nicht mehr in ein Land reise, um mir bestimmte Sightseeing-Aktivitäten anzugucken, sondern eben wirklich das Land kennenlernen, die Leute kennenlernen, die Kultur kennenlernen, das Essen esse und vielleicht nicht sage, ich muss von A nach B wieder zurück nach A und das in einer bestimmten Zeit, sondern mir Zeit nehme, wirklich die Kultur kennenzulernen. Mit Travel Different interpretiere ich einfach, was auszuprobieren, was vielleicht teilweise noch keiner ausprobiert hat oder ganz wenig Menschen ausprobiert haben. Und man aber trotzdem merkt, dass es funktioniert, auch wenn man niemanden hat, den man fragen kann, hey, wie hast du denn das irgendwie gemacht? Und trotzdem hat es irgendwie geklappt und mittlerweile gibt es ein paar Menschen, die das ausprobiert haben und die davon erzählen. Und ich denke, dass es ein bisschen darum geht, also nicht dieses typische Tourismus-Reise-Ding, ich gehe irgendwo in ein Tourismusbüro oder in Internet und buche da was, sondern eher dieses Individuelle wird hier, glaube ich, sehr unterstützt und das finde ich total cool. Nicht zu reisen, um mich zum Beispiel zu erholen oder um Urlaub zu machen oder um einfach nur aufzusaugen und andere Kulturen auf eine einseitige Art und Weise kennenzulernen, sondern schon auch so ein bisschen so ein Austausch. Also ich möchte, wenn ich in Ländern bin, schon auch das Gefühl haben, dass beide Seiten was davon haben irgendwie. Also so diesen einseitigen Tourismus finde ich so ein bisschen schwierig, wenn ich sage, ich gehe irgendwo hin und will die tollen Seiten dieses Landes sehen und sehe aber vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch nicht mal mehr die schädlichen Konsequenzen von dem, was ich da mache. Im, sage ich mal, mittelguten Fall gibt es keine schädlichen Konsequenzen und im Idealfall ist es so, dass es nicht nur keine schädlichen Konsequenzen gibt, sondern positive Konsequenzen. Und das wäre, glaube ich, so die andere Art zu reisen, also wirklich positive Spuren zu hinterlassen statt negative. Ja, dadurch wird Reisen dann aber auch, glaube ich, eher eine Art Zusammenleben. Also es ist dann nicht mehr wirklich
ich reise irgendwo hin und ich bin da der Tourist, sondern du gehst irgendwo hin und du bist da auch in einer gewissen Weise zu Hause, ab dem Moment, wo du das so machst, wie mein Bruder gerade erzählt hat, dass du eben nicht eine Spur der Zerstörung oder des Einflusses hinterlässt, sondern so eine Art von Zusammenleben einfach mit den Leuten hast. Und das ist auch meiner Meinung nach die schönste Art zu reisen. Also so, das kann auch in einem All-Inclusive-Urlaub so sein, wenn die Leute, die da arbeiten, einen tollen Job haben und das gerne machen. Also, es muss nicht unbedingt das Abenteuer im Dschungel sein, aber es ist schon, glaube ich, wichtig. Travel different heißt einfach fernab von Pauschalreise, fernab von alles wird für mich gemacht, hinzu, ich bin mein eigener Chef, ich versuche mir das selber zu erarbeiten und ich reise eben in Gegenden und Gebiete, ja, die halt less traveled sind. Also dieser berühmte Spruch, always take the road less traveled by. Also guck einfach, dass du irgendwo hinkommst, wo noch nicht so viele Leute vor dir waren. Und hab den Mut, halt was Neues auszuprobieren, anstatt irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen, die auf Instagram irgendwelche Sachen gepostet haben. Kreiere was Eigenes, das ist es eigentlich. For me, traveling different is traveling with heart, with curiosity. Traveling with an open mind and imagining the world through our own eyes and being open to spontaneous conversations, to meetings, to experiences. And I think that's why I love being here and I love being at the Berlin Travel Festival. It just feels like me going back to my roots again and being a kid again and not knowing so much about the world of travel around me and the world around me. It's again kind of sparks that curiosity in me. So yeah, travel different, travel longer, travel happier, and travel free.